Gut, Shalom Aleichem, guten Morgen allerseits. Wir reden heute mit Gottes Hilfe über Knoblauch. Chesnuk? Ja. Chesnuk. Knoblauch. Und ich werde so ein paar Sachen bringen, was steht bei uns in Schriften, in Torah, in Talmud, in tagtäglichen Leben. Das erste Mal Knoblauch steht geschrieben im 4. Buch Mosche, wenn die Juden haben sich beschwert, dass das Essen ist geschmacklos, schmeckt nicht. Und sie sagen zu Moshe Rabbeinu, ai, 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 in Mitzrayim, oh, war gutes Essen, war guter Fisch, war gute Zucchini, war gute Aubergine, oh, war gute Knoblauch, war gute Zwiebel. Also von hier, von der Tora, sehen wir, dass Knoblauch ist ein Kaiser von Gewürze. Alles, was wird gekocht mit Zwiebel, mit Knoblauch, das ist eine große, große Sache. Das ist ein geschmackvolles Essen. Also Menschen wollen nicht einfach essen, Sachen geschmacklos. Die können auch verarbeiten Gewürze. Zum Beispiel ein Hund kann nicht essen Knoblauch oder Zwiebel. Es kann ihn argenen, es kann ihn kaputt machen. Es ist nicht für seine Kischkes. Aber ein Mensch braucht nicht nur Essen, der braucht auch ein bisschen Geschmack, der braucht auch ein bisschen Genuss am Essen. Aber Knoblauch hat Vorteile und Nachteile. Wir beginnen mit den Vorteilen. Knoblauch macht freundliche Gesicht. So steht in Talmud geschrieben. Es bringt sehr viel Leidenschaft und Lust zwischen Mann und Frau. Es bringt Liebe, es bringt auch fruchtbare Samen von den Männern. Und in Talmud steht geschrieben, in Jerusalmi, dass Ezra Sofer hat gemacht ein Gesetz, sollen alle Männer und Frauen essen Freitag bei Nacht vor Schabbes Knoblauch. Damit sollen sie kräftige Liebe haben. Und soll sein, Asach, Liebe und Kinder und gute Sachen. Das ist die Vorteile. Das ist die Vorteile. Die Nachteile. Steht geschrieben, dass Rav Chisda vor die Hochzeit von seiner Töchter, er hat gesagt, seine Töchter, verschiedene Gesetze, wie sollen sie sich benehmen mit ihren Männern. Und er hat wirklich gegeben gute Tipps zu seinen Töchtern, wie soll man umgehen mit einem Mann. Und eine von den Sachen, dass er hat gesagt, die Tochter esst nicht zu viel in seinem Ponim. Also esst nicht zu viel in sein Gesicht. Und während der Woche esst nicht Knoblauch oder Zwiebel. Soll dein Mann dir nicht Sappig Abstand haben wollen. Es gibt Menschen, wo, wenn sie öffnen ihren Mund, Kakoi Ujes. Es ist unglaublich Katastrophe. Man kann nicht neben diesen Menschen stehen. Das ist unerträglich. Und wenn man dem anderen nicht riechen kann, das ist Allergie, das dreht die Magen, das ist unangenehm. Deshalb muss man vorsichtig sein mit Knoblauch. Aber wenn die Mann und die Frau beide essen, dann ist schon kein Problem, dann haben beide gegessen. Und manche sagen sogar, das geht nicht um frische Knoblauch, das geht um gekochte Knoblauch, wo ihr Geruch ist nicht mehr schon so hart und scharf wie eine frische. Gut. Jetzt habe ich ein paar Geschichten in Talmud gefunden über Knoblauch. Es war ein großer Rebbe, der hat geschrieben die Mishnah, Rabbi Yehuda Hanasi, und er war sehr allergisch zum
Knoblauchgeruch. Jeder, der hat gerochen nach Knoblauch, das hat ihm geärgert. Und alle Schüler haben gewusst, dass bei dieser Rebbe sitzt niemand einen Tag in seiner Lektion, wenn er hat gegessen Knoblauch. Weil sein Geruch ist sehr, sehr weit. Gut, ein Tag beginnt Rabbi Yehuda Hanassi seine Shiur, seine Vorlesung. Plötzlich sagt er, der hat gegessen Knoblauch, soll er rausgehen. Es riecht hier nicht gut. Stand ein Mann, sein Name ist Rabchia, und er ist raus. Ein Tag später kommt Rabbi Shimon, der Sohn von dem Rabbi, zu Rabbi Chia. Und er sagt, Sie wissen, mein Papa ist allergisch zum Knoblauch. Warum hast du gegessen? Sagt er, habe ich nicht gegessen. Sagt er, warum bist du raus? Sagt er, weil ich wollte nicht beleidigen, der Mensch, der hat gegessen. Ich wollte an seine Stelle weggehen. Diese Geschichte ist sehr, sehr interessant. Weil in dem Moment, wo einer ist weg, psychologisch hat er aufgehört zu riechen, das, was ihm stört. Das ist eine Geschichte, die man kann sehr viel überlegen und kommentieren. Aber die schöne Sache in der Geschichte ist, dass ein Mensch will nicht, dass sein Freund, seine Kollege soll beleidigt sein. Und er nimmt auf sich die Schuld, die Verantwortung und geht raus, anstatt derjenige, der hat wirklich gegessen, Knoblauch. Noch eine Geschichte in Talmud. Es war ein Mann, sein Name war Rabbi Elazar ben Pedat. Der war sehr, sehr arm. Aber wirklich arm. Sein Beruf war Münzenbeobachter. Er konnte dir sagen, Münzen, von welchem Land kommen die, wie viel die sind wert, aber... Ja, aber wer braucht so ein... Maniate. Aber wer braucht so einen Job? Man hat wenig Parnusse in so eine... Gut. Ein Tag ist er gegangen, in die alten Zeiten war das so eine gesunde Methode, immer Blut einmal im Monat oder in zwei zu geben. Und hat man dem Blut Zirkulatie, hat man rausgenommen, ein Liter oder zwei. Und der Mensch hat sich neue bekommen. Gut. Aber in den alten Zeiten hat man gewusst, wenn ein Mensch hat Blut gegeben, er muss später richtig essen. Weil sonst wird er chalaschen. Rabbi Elazar ben Pedat war sehr, sehr arm. Blut hat er gegeben. Aber zu essen hat er nicht gehabt. Was hat er gehabt in Stub? Ein Stückchen Knoblauch. Und er hat das gegessen. Und es war zu viel für seinen Körper. Und er hat sich chalasch, er hat sich unmächtig geworden. Und eingeschlafen. Und die Weisen haben versucht, ihn zu erwecken, schläft er. Plötzlich hat man gesehen von seiner Stirn eine Funke. Und er lacht und er weint und er lacht und er weint. Nach Viertelstunde ist er aufgeweckt. Und sagen alle Freunde, hey Rabbi Elazar, was war? Was war diese Funke? Warum hast du geweint? Warum hast du gelacht? Sagt er, wenn ich bin gestorben, bin ich gegangen in den Himmel, zum Ribbono shel Olam. Und ich habe gesagt, der Eibishter, warum bin ich geboren in dieser Welt als ein armer Mensch? Habe ich nicht was zu essen? Kannst du mir nicht machen in dieser Welt mit Masel? Soll ich ein paar Pionzen haben? Soll ich ein paar Kopkes haben zu leben, zu essen? Ich habe nicht gebeten zu sein reicher, aber etwas zu essen? Sagt Gott, willst du, soll ich dir töten und noch einmal in diese Welt bringen mit Masel von Parnasse, mit Masel vom Leben? Sagt Rabbi Elazar zu Gott, sag mir die Wahrheit. Wie weit bin ich in meinem Leben? Bin ich schon in die Hälfte von meinem Leben oder noch nicht? Sagt Gott, du bist schon über deine Hälfte. Sagt er, dann will ich nicht sterben, dann will ich mein Leben so beenden dieses Mal. Sicher ist sicher, ich will
leben, noch leben. Gut, in dem Moment, wo Gott hat gesehen, dass er hat sich entschieden zu leben, Gott hat gesagt, ich verspreche dir, 13 Flüsse von Paradies, von Chidekel, von Afarsemon, von die beste Wasser der Welt und die besten Duft, die gibt in dieser Welt zu riechen. Also da ist ein Hinweis, dass Paradies ist ein guter Geruch. Also da sieht man in Talmud, dass Gan Eden, Paradies, gibt dort, oh, aber wenn man riecht etwas gut, sagt man, oh, Gan Eden. Gan Eden, das ist Paradies, das ist ein gutes Gefühl. Okay. Dann haben wir vom Talmud eine Geschichte von Rabbi Judah, eine von Rabbi Lezer von Pedat. Jetzt eine Geschichte von einem Rabbiner, der war in Antwerpen, Rabbi Itzikl, aber früher war er im Ausland in Pszwerk, irgendeine Stadt, wahrscheinlich in Polen. Jeden Schabbesausgang hat er verteilt seine Chassidim ein Stück Knoblauch. Hat man gefragt, Rebbe, warum verteilst du Knoblauch? Sagt er, das treibt weg alle schlechten Sachen von der Woche. Eine gute Sache. Und jede Woche hat er gegeben alle Menschen, auch hier in Antwerpen, hat er gegeben alle Chassidim, jeden Schabbesausgang, ein Knoblauch. In Russland war er einmal in so eine Exilstadt und Polizei, die KGB ist zu ihm gekommen nach Hause. Jemand hat gepetzt, dass er hat zu Hause schlechtes Scheure, also nicht gute Ware. Und die Polizisten sind gekommen, sie haben geöffnet den Schrank und es war voll mit Knoblauch. Und es hat gerochen sehr stark. Sie haben gesagt, ein Mensch, wo seine Schafe riecht so stark, der hat nichts zu tun mit falsches Scheure. Und das hat gerettet sein Leben und er ist geblieben am Leben. Gut. Jetzt erzähle ich euch ein paar jüdische Gesetze über Knoblauch im Judentum. Wenn jemand hat geschält Knoblauch und er hat das die ganze Nacht draußen gelassen, darf man das nicht essen. Deshalb bei Jeden, wenn jemand will essen Knoblauch, nimmt er einen Zahn raus, schält er, will er noch eine, nimmt er noch eine. Aber man schält nicht den ganzen Knoblauch. Wenn der Knoblauch ist geschält, muss man noch heute essen. Knoblauch, die war offen, die ganze Nacht draußen, soll man nicht essen. Jetzt heute kann man kaufen eine Dose mit Knoblauch, die sind schon geschält. Aber das ist zugedeckt. Wenn es ist zugedeckt mit der Decke, ist es in Ordnung. Aber in die alten Zeiten steht geschrieben in Talmud, Knoblauch, die war offen die ganze Nacht, soll man nicht essen. Zweitens, am Pesach esst man nicht Knoblauch. Warum, weiß ich nicht. Tradition, jahrelang in alle jüdischen Häuser, am Pesach isst man sehr viel Zwiebel, Kartoffel, Eier, Fleisch, Fisch, alle gute Sachen, aber Knoblauch wird nicht am Pesach gegessen. Warum, weiß ich nicht. Wenn ein erstes Kind ist geboren, nach 30 Tagen macht man eine Mitzwe Pidyon HaBen und man verteilt jeder, der kommt, ein Stück Knoblauch und ein Stück Zucker. Warum? Soll er nehmen den Knoblauch und später zu Hause soll er kochen Suppe oder etwas und soll er legen den Knoblauch und so hat er gebracht seine ganze Mischproche einen Geschmack von der Mitzwe. Bis heute es ist irgendwie so ein Brauch, dass wenn jemand hat Angst vor bösen Augen oder jemand kriegt ein neues Haus, bringt man ihm einen Knoblauch, soll er bestecken bei einer Seite und man sagt, dass dieser Knoblauch jagt weg alle schlechte Energie, alle schlechte Gewitter. Es ist unglaublich. Ich kann mich erinnern, als ich bin gewesen, ein Kind, 10, 11, ich habe gekannt singen sehr schön. Ich singe auch heute, aber als Kind meine Stimme war grenzenlos. Und mein Bobbe Riva, sie kommt aus Russland,
Immer wenn ich wollte von ihr zu Hause gehen und irgendwo singen, sie hat genommen ein Knoblauch und sie hat gelegt bei mir in die Tasche. Schon ist klar, Lili. Was? Nicht machen, keinen Schaden. Nicht machen, soll nicht sein Kind schaden. Jetzt, es ist nicht verkehrt. Es ist nicht verkehrt. Also, steht geschrieben von dem Rashbo, dass meistens von die Bobbe, es ist jüdische Tradition. Also wenn die Bobbe, wenn die Oma hat irgend so eine Glaube, soll man das nicht unterschätzen. Sie ist intelligent genug zu verstehen, dass diese Sache hat Kraft. Und deshalb, praktisch heute, was lernen wir? Dass am Freitag soll man essen Knoblauch. Knoblauch soll man nicht offen lassen draußen. Und ich will schließen mit noch einer Geschichte, die habe ich heute Morgen gelesen, als ich habe die Shiur so ein bisschen vorbereitet. Ich habe gelesen eine Geschichte, die habe ich noch nie gelesen. Der Belzer Rebbe, Rabbi Joshua von Belz, war ein großer Rebbe. Der hatte tausende, tausende Chassidim. Ein Tag kommt ein hungriger Jid zu der Rebbe und er bringt ihm einen riesigen Korb voll mit schönen, großen, weißen Knoblauch. Fragt der Rebbe, was ist das? Sagt er, in der Zeit vom Tempel, es war ein Brauch, dass man nimmt erste Früchte und man bringt zum Kohen, zum Priester. Heute gibt es kein Jerusalem, kein Tempel, kein Priester. Der Rebbe ist mein Priester und deshalb mein ersten gutes Gemüse, Knoblauch, bringe ich dem Rebbe. Und der Belzer Rebbe hat das gehalten auf seinen Tisch und jeder Jid, der hat Probleme gehabt, hat er gegeben ein Stückchen von dem Knoblauch und man sagt, dass später hat einer gesagt, dieser hungrige Jid, dass man bringt nicht zum Rebbe Knoblauch, man bringt Granatäpfel, Feigen, Oliven, Datteln, Trauben, also von den sieben Früchten Israel. Den hat er nicht mehr gebracht. Aber von diesem Korb wurde er gebracht von eigenem vollständigen naiven Glaube. Das hat gewirkt, dass jeder, der hat gegessen von diesem Knoblauch, hat bekommen Kraft und Energie. Es ist ein Brauch von der Baal Shem Tov, nicht nur am Freitagabend zu essen Knoblauch, um mehr Liebe zu haben, sondern auch beim Schabbesausgang soll man essen Knoblauch, damit soll der Blut soll schneller Zirkulation bringen. Ich kenne hier in Frankfurt Aid, guter Mann, er ist schon über 90. Er macht jeden Tag, geht er zu Fuß, vielleicht 5 Kilometer. Und einmal habe ich ihn gefragt, nun, von wo hast du so viel Kraft? Sagt er, ich esse jeden Tag Knoblauch. Also, vielleicht haben wir einen neuen Tipp, so lange leben, aber es ist interessant. Dass es bringt Kraft und es ist eine antibiotische Wirkung und es bringt den Mensch in guten Laune. Auf Russisch Knoblauch ist Chesnok. Und Juden, über Juden sagen, es ist chesnochne Nazi. Es ist nicht nur in Russisch, auch in Zeit von die Mishnah, schon die Römer und die Griechen, haben immer genannt die Juden Ochlei Hashum, die Knoblauchessers. Ja. Das ist schon 2000 Jahre. Unglaublich. Ja. Also ich brauche nicht so weit nach Russland gehen. Steht in Mishnah. Zwei, ich wollte das nicht erzählen. Was? Russische Juden sind so. Sie essen Knoblauch. Sollen sie essen gesunder Reden? Нас так называют. Чесночная нация. Так это всех евреев, не только русских. Я понимаю, я понимаю. Но мы знаем, что нас так называют. Я чеснок там еврей. Да. А
oft gehe ich zum Kiddush. Ja. Und es gibt keinen Knoblauch am Freitag. Nun gut, hier ist andere, weiß ich nicht. Die wissen das nicht. Mann und Frau sollen essen, ist ein Gesetz von Ezra Sofer, am Freitag zu essen Knoblauch. Vielleicht legen sie in dem Essen etwas bisschen Knoblauch. Es muss nicht jetzt richtige Zähne sein. Es soll sein bisschen geschnitten Knoblauch am Freitagabend. Ein Gesetz von Ezra Sofer. Je Haladetz, meine Bobe hat auch gemacht Haladetz, so Pucha, Pucha, so Jelly, so wackeldick mit Eiern, ja, hat sie geschnitten, das war Freitag, genau, sehr gut, das macht alle Bakterien weg, bleib alle gesund. Danke. Und stark. Und lebendig, ja. Sei gesund. Danke. Bitte, ja. Bitte.